Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bayonetta. Wir haben zuletzt den roten Engelsritter gehauen und sein Schwert mitgenommen, das ja mal wieder nach ein paar Mal zerbricht. Wir haben eine tolle Peitsche, mit der wir auf Distanz kämpfen können. Und wir haben leuchtende Füßchen, was heißt, wir können hier wunderbar in die Tiefe des Raumes laufen, dank der Hexen, dem Hexengang-Dingsbumsens. Oh mein Gott, es bricht voreinander und ausgewichen. Und da war was Schlangenartiges, das sich nach oben verpisst hat. Und da fliegen erstmal hardcore irgendwelche Felsbrocken auf mich zu. Fliegen die Gegner, kein Problem. Ich habe jetzt eine... Erstmal habe ich jetzt das Schwert. So. Ich würde sagen, hey, ich habe eine Peitsche, aber... Das Schwert ist jetzt relativ hinderlich sogar gerade. Ich möchte eigentlich gerne das Schwert weghaben und die Peitsche haben. Triffst du bitte den Gegner, damit ich das Schwert weghaben kann? Danke. Danke, so. Peitschen wir die fliegenden Gegner einfach mal aus. Ah, oh, Kranos mit der Hexenflechte. Und auch der muss dran glauben. Hoffentlich. So, das sieht fetzig aus. Lebensenergie für mich und sogar Platin. Wahnsinn, obwohl der mich mal kurz getroffen hat. Der rotglühende Boden ist mir nicht ganz geheuer. Den weiche ich jetzt auch mal spontan aus. Und was gibt es hier? Erstmal gibt es ein verdunkeltes Mondding. Wuppa. Und dann würde ich sagen, wir hauen uns mal den Weg hier durch. Aber stopp, ich schaue mich hier erstmal um, bevor ich hier irgendwas übersehen sollte, das irgendwie cool ist und ich dann hier nie wieder zurückkehren kann. Ah, ich glaube, es erübrigt sich eh das Gesuche. Ich muss hier einen Hebel umlegen, scheinbar. Und das macht was? Ich kann dann... Habe ich jetzt da... Okay. Ah, ich sehe schon. Ich brauche Hexenzeit. Damit ich diese Wand da unten zerbersten kann. Da oben ist die kaputte Statue. Teile einer brutal zerstörten Hexenstatue. Eine Energiequelle hindert dich daran, die ursprüngliche Form anzunehmen. Und jetzt werden wir auch schon sehen, was das Problem ist. Es ist ein Engel. Oh, wie überraschend. Ich switche zurück auf... Oh Gott, das seid ihr ja wieder. Oh, ich kann foltern. Mein Gott, wie gut. Das können wir dem Guten mal einen ordentlichen Batzen Energie wegnehmen, bevor er uns überhaupt gefährlich werden kann. Drehen, 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 drehen. Wir haben Megaster. Ja, genau so sieht's aus. Und bam. Ins Gesicht. Okay. Und ausweichen. Oh, scheiße. Die Reichweite von dem Schlag ist Wahnsinn. Oh, oh mein Gott. Ich habe fast keine Chance gegen die Jungs, habe ich das Gefühl. Oh, vor allem beide im Auge zu halten ist so unsagbar schwer für mich. Oh, kack. Der hätte mich jetzt mit der Kombo schon wieder getötet, wenn ich nicht mittendrin das Item genommen hätte. Oh, das ist so krass, wie viel Schaden die machen. Fick dich. Ich habe jetzt alle drei Lebenslutscher benutzen müssen. Nur für den behinderten Typ. Leck mich am Arsch. Geh und verpiss dich. Also alle, die dieses Spiel außen mir auch gespielt haben, habt ihr auch so Probleme mit den Typen gehabt? Ich meine, die hauen zu. Teilweise ist es echt schwierig, die in ihre Attacken zu lesen. Ja? Und die treffen ein und hauen ein paar Mal drauf und man ist eigentlich tot. Das kann doch nicht angehen. Davor war das Spiel voll okay und jetzt... Ich glaube, ich habe mich echt beim ersten Durchspiel auch schon drüber aufgeregt, dass es hier an der Stelle so diesen Mega-Cut macht und auf einmal schwer wird und... Na! Solche Spiele regen mich auf. Ein bisschen. Ich liebe Bayonetta, aber... Ah. Ach so, ich habe schon Hexenzeit. Das sah so komisch aus. Ja, dann mal durch da. Was geht hier jetzt? Wow, es geht voll aufwärts und so. Na, verpiss dich. Oh, der kommt zurück. Oh, wow, wow, wow. Der Wind trägt mich in mehrere Richtungen. Das ist nicht cool. Oh Gott. Der Wind, das himmlische Kind, der bläst mich voll durch die Gegend. Hier, mein... Nein, renn ich rein. Wow, mein Gott. Vorankommen ist hier echt ätzend mit diesen behinderten Winddingens. Und dem Drachen. The fuck? Und dem Buch, das hier random rumliegt. Random Buch für mich, danke. Gibt es sonst noch irgendwas Cooles? Oh, ne. Truhe, die hätte ich fast übersehen. Bin sicher, beim ersten Playthrough habe ich die übersehen. Oha, da haben wir mal wieder eine Schallplatte. Wo wir wieder bei der zweiten Waffe jetzt wären, die ich noch nicht kenne.
Die Peitsche ist schon ein cooler Zusatz jetzt, weil die mir echt hilft, zu fliegen, Gegner rauszupicken, habe ich jetzt gesehen. Und ich meine, dass wir den Drachen, der hier rumschwirrt, klopfen müssen als nächsten Boss. Und so wie ich das jetzt plane, werde ich vermutlich, wenn der Bosskampf jetzt bald losgehen sollte, das jetzt als dritten Part für den Montag machen, dass ihr drei Parts habt. Und danach kommt ein Speicherpunkt und das ist für mich ein ganz guter Zeitpunkt, um Komplett-Cut zu machen für den heutigen Aufnahmetag. First Fear inspired Thrones. Okay, die erste Sphäre geht für uns auf. Ein mächtiger Drachenboss-Gegner, gegen den wir kämpfen müssen. Mal schauen, was der Junge drauf hat. Er wirft mit Feuerbällen, was mir ganz gelegen kommt. Weil Feuerbälle sind meine Lieblingsvariante, um auszuweichen und die Hexenzeit zu gehen. So viel Leben hat er gar nicht. Ist das wirklich ein richtig großer Boss? Also ich mache mir ganz schön viel Schaden, sehe ich gerade. Das scheint, das ist gerade jetzt noch nicht so das Problem. Ich meine, da kommt noch ein Twist, meine ich. What? Oh ja, er haut hart zu. Ich mache mal kurz meine Rüstung an. Oh, oh, dreimal ausgewichen, nicht gut. Oh, oh, Lebensenergie ist kritisch. Wo bist du? Bist du... Noch mache ich mich drüber... Ah, kontern, da muss man was tun. Da muss ich Knöpfe drücken. Oh, das habe ich... Oh, das war sehr schnell die Chance, der Treppen zum Kontern. Oh ja, da war sie wieder. Habe ich ihn? Wow. Hexen flechten aus dem Nichts und sie verprügeln ihn so richtig. Ins Gesicht. Gesicht meets Stein. War das jetzt schon ein Boss? Ich glaube... Oder doch? Mein kleiner Hexensohn? Also, und zwar ein Mini-Boss auf jeden Fall. Oh, wie so ein kleines Würmchen. Oh, ich muss triggern. Na, triggern und... Krawutsch. Bye, bye. Und Halos für mich. War natürlich jetzt semi-erfolgreich. Der hat mir doch ganz schön Schaden gemacht, leider. Ich hoffe mal, es kommt jetzt eine Gaze. Oh, da war so ein Vogel. Oder ich bekomme Lebensenergie, weil das läuft gerade nicht so cool für mich. Oh, der Schwierigkeitsgrad zieht an und Prinny saugt komplett weg. Greift dir den Vogel. 50 von denen muss ich sammeln, habt ihr, glaube ich, gesagt. Da geht's in die Tiefen der Hölle. Das nutzen wir. Ja. Vor allem, wenn ich da eine neue Waffe bekomme. Und neue Waffen finde ich super. Dum, 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 dum. Bäm. Ah, es war wohl nichts. Läd, 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 läd. Und ich brauche Items mal wieder. Heil-Items, weil ich die verbrauche wie sonst was. Das überspringe ich jetzt mal ganz kurz, diese Sequenz. Ich möchte nicht wiedersehen, wie nach hinten geht und alles und bla. Feuer und Elektro-Clown, wie geil. Und dann mal wieder hier kaufen, kaufen und kaufen. Des Weiteren verlassen wir jetzt die gute Hölle, überspringen diese Sequenz hier. Und rüsten gleich mal diese Klauen aus, anstatt dem Schwert. Die sehen ja mal voll fetzig aus. Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher. Ich glaube, ich hatte die doch sogar im ersten Playthrough, die beiden Klauen. Oder? Auf jeden Fall, ich habe sehr viel mit dem Katana gespielt, weiß ich. Schau mal nach. Hier. Ja, doch, die hatte ich, meine ich. Und warum habe ich die nicht weitergespielt? Warte mal, ich kann die irgendwie switchen, meine ich. Ich kann wechseln zwischen der einen, zwischen Feuer. Da war was. Wie wechsle ich nochmal zwischen den beiden Modi? Come on.
Ah, genau, ich muss drehen. Ich glaube, ich fand die nicht so geil. Ich glaube, ich habe immer das Schwert weiter benutzt, weil ich damit besser klarkam. Dann habe ich doch diese LP komplett zusammengekriegt. Heul, was man nicht alles weiß im Nachhinein oder was man eben nicht weiß irgendwie. Ich kann doch Hexenzeit eigentlich. Ich kann doch den Hexengang benutzen, oder? Ich leuchte doch. Leuchte ich nicht? Nö, anscheinend nicht. Na gut, dann jumpen wir eben hier Mario-Style einfach mal die Wände hoch. Bekommen mal wieder ein Buch. Diesmal Bordin. Und knacken die Kiste. Ein Hexenherz, Herzteil, was auch immer. Da dürfte ich bald wieder genug haben, um ein Upgrade zu erhalten, normalerweise, oder? Sehe ich das richtig? Kein Plan. Oh, wen haben wir denn da? Dich kennen wir doch. Oh, keine gelben Lutscher mehr. Dann wird wieder so ein Grün. Nein! Wow, das war knapp. Du Penner. Komm runter und lass dich hauen. Komm. Und. Was tust du? Was hast du? Was war das? War das ein Glitch, dass du so rumgehangen ist? Oh, das war wieder mal sehr knapp. Ich habe einen vollen Magiebalken. Foltern geht bei dem leider nicht. Da muss ich warten, bis ich kontern kann. Wow, das war jetzt lucky, dass ich direkt den nächsten Hexenzeit-Ding erwischt habe. Ah, schade. Ich noch mal hier den Schwanz erwischt, dann. Das ist natürlich optimal gewesen. Ah, jetzt kann ich kontern. Komm runter. Los, los, los. Ich warte darauf, dass die Buttons erscheinen. Oh fuck, ich dachte, das kann ich einfach doch hier wirklich kontern. Da kann ich anscheinend doch noch nicht. Hallo, der ist schon fast tot. Was erwartet ihr von mir? Dass ich den jetzt aus der Luft greife oder was? Wow. Ah. Na, jetzt aber nein. Ich versuche gerade hier die Hexenzeit zu kommen, aber ich versage dabei. Na gut, ich kann immer wieder ausweichen, wenn ich ihn in der Luft bearbeite. Das scheint jetzt nicht so das Problem zu sein. Der Angriff ist relativ gut zu lesen, aber der nicht, wenn er losfliegt. Verdammt. Ich dachte, da gehe ich jetzt ganz gut raus, ohne viel Schaden zu nehmen, aber jetzt habe ich mich noch erwischt und... Nee. Uah. Okay, und laufen, laufen, laufen und den Rest geben. Jawohl. Kein Ding. Kein Climax dieses Mal. Einfach nur zusammengehauen. Wir gehen durch das Türchen hier hindurch. Ah, das war nicht nur ein bisschen marode, ich habe es angehustet und ist auseinandergefallen. Wir haben so viel Magie, und was geht jetzt? Holla! Zeit in Zeitlupe von Ding zu springen. Wo muss ich hin? Wow, ich habe gerade das Richtige gedrückt für das Quicktime-Event und ich habe Angst, dass was drücken muss und ich hoffe nicht. Ich möchte einfach nur, ich kämpfe lieber, statt irgendwelche Quicktime-Zeugs machen zu müssen.